Hallo und herzlich willkommen zu Ivo Space. Oh, warte mal, vielleicht sollte ich mir mal das Mikrofon ein bisschen näher ranholen, damit ihr mich auch hören könnt. Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Sehr schön. Das ist gut. Ja, also passt, ne? Oder? Ja, hallo, hallo, hallo. Test, test. Ja. Guck mal hier, ich bin am Kräften wie so ein armer Irrer. Ich bin einfach noch mal hier meine geschmeidige Liste durchgegangen, die ich mal eben in übersichtliche Positionen bringe, damit ich die ganz gut sehen kann. Wobei ich ja eben auch noch so dran gedacht habe, hoffentlich habe ich mir auch genug Mühe dabei gegeben, da funktioniert. Wenn da irgendwo ein Fehler drin ist, sind wir am Arsch. Ja. Außerdem ist mir gerade was aufgefallen. Es gibt ja auch industrielle Dampfturbinen. Wahrscheinlich werde ich bis jetzt schon 37 Mal einen Kommentar dazu gekriegt haben, warum ich so Ranzeldinger baue, wo es doch so schöne gibt. Aber wie gesagt, wir können mal kurz einen Scan machen. Auch wenn ich jetzt gerade 2 Tage nicht gezockt habe, aber heute ist Folge 14 online gegangen. Folge 14. Also ihr guckt gerade Folge 14 und ich nehme gerade Folge, pff, schlag mich tot auf. Keine Ahnung. Ich forsche mal. Ich habe aber auch gute Nachrichten für euch. Ich habe auch gute Nachrichten für euch. Warte. Kaffee. Der ist noch warm. Prost. Njam. Lecker. Ja, und der hat auch diese Quantenchips. Haben wir ja. Haben wir doch alles. Damit können wir ja so richtig Strom machen, Mann. Ja, da wird ja noch eine Weile dauern, bis der hier alles gebaut hat, ja. Wofür habe ich die denn gebaut? Warte mal. Verdammt, für irgendwann habe ich die gebaut. Ich weiß nicht mehr. Ach, die sind bestimmt. Die waren bestimmt für den Wasserstoff gedacht. Genau. Das kommt ja. Chemikalienbad, genau. Und jetzt kommt das nächste. Dann kommt dieser Staub in Verbindung mit Wasserstoff in einen Chemiereaktor. Das geht, das kriegen wir hin. Und Chemiereaktoren sind schon fertig. Und ich habe, vielleicht sollten wir hier unten mal einen Austausch vornehmen. Ich mache mal die raus. Und mach mal so was rein. Guck mal, 97 Stück. Ja? Da könnt ihr jetzt erstmal. Könnt ihr da nicht meckern. Komm, von denen mache ich nochmal hier 5. Ich hau einfach nochmal 5 raus. Wir haben es doch. Ich habe 2 Tage, 3 Tage nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieses Spiel funktioniert. Das ist halt so bei mir, ja. Dann hat sich das erledigt. Wenn du erstmal in das Alter kommst, Junge, dann hat sich das komplett erledigt. Ja, dann musst du nach 2, 3 Tagen musst du mal pauschal neu angelernt werden. So, da haben wir Strom da drauf. Ich habe jetzt einfach die dran gemacht, weil. Boah. 2,4. Ja, da, also die sollten eigentlich. Ich sag jetzt mal, die sollten eigentlich dafür reichen. So, da wollen wir sowas draus bauen, ne? Ich stelle das schon mal ein. Einfach, weil ich es kann. Hä? Waren das jetzt schon 6? Habe ich alle erwischt? Wegen der Sicherheit gucken wir noch mal rein. Sieht gut aus. Ich finde, das sieht gut aus. Dann
Die brauchen Ewigkeiten, ne? 22 Sekunden. Da können wir auch. Im Endeffekt können wir die nehmen, ja? So lahm wie die arbeiten. Ich meine, die nehmen sich doch, wie viel? Jetzt müssten wir den eigentlich hier hinstellen, ne? Wie viel nehmen die sich denn? Wie viel Material? Warte mal, wenn ich das so mache. 10. Schafft er das? Zur Not tauschen wir sie aus. Ich sag jetzt mal 10 schafft er. Weiß ich nicht. Da jetzt gar nicht mit gerechnet, dass der so viel davon nimmt. Und wie viel kommen dann raus? Da muss doch auch einiges rauskommen dann, ne? Ist jetzt von der Menge, die man reinsteckt, eher weniger, als man vermuten würde, ja? Okay. Naja, sei es drum. Jetzt kommen diese Chemiereaktoren. Erstmal müssen wir jetzt rauslegen. Ich überlege gerade, in welche Richtung wir laufen. Ich tendiere ja doch nach da, um ehrlich zu sein. Sollen wir wieder die Chefbänder dafür nehmen? Es kommt jetzt eh nicht so viel raus, ne? Ich nehme jetzt mal die. Können wir wenigstens ein bisschen sparen? Ich weiß nicht, wie weit die uns bringen. Nicht so weit. Ich mache mal einfach so. Oder gehe ich erst einen Kreis? Dass wir hier noch die Luft haben, weiterzubauen. Weißt du, wie ich meine? Hier habe ich geschmeidig viel Platz gelassen. Ich will aber jetzt heute. Ich finde, heute ist einfach nicht die Zeit, um Platz zu lassen, ja? Die Zeiten des Platzes sind vorbei. Nee, ich hab. Warte. Ich hab doch. Ja, gut. Okay, ja, da ist schon fast alles fertig. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Es sieht einfach nur gut aus. Wir machen keine 8. Wir machen uno, dos, tres, cuatro. Wir machen nur Quattro. Und zwar machen die dann, ja, die machen Sachen. Wasserstoff, Kobaltoxidstaub. Und wir erwarten Kobaltstaub. Das ist verdammt noch mal genau das, was wir erwarten. Genau. Ach so. Jetzt haben wir das ja. Hatte ich das jetzt komplett erforscht? Ja, ne? Die kann ich auch bauen. Und dieser. Wenn dieser Generator jetzt der gleiche bleibt und man nicht irgendwie so einen Chefgenerator dazu hat, wie läuft denn das dann? Treibe ich dann mit so einer Dampfturbine mehrere dieser Generatoren an? Keine Ahnung. Da bin ich im Moment tatsächlich so ein bisschen verwirrt, wie so oft. Was nimmst du denn jetzt dafür? Was hättest du alles gerne in den Arsch geschoben? Nur einen davon. Und du brauchst 3 Sekunden.
Ja, da reichen die vier wahrscheinlich 37 Mal ungefähr. Sind das für Geräusche hier? Ich weiß nicht, ihr werdet die wahrscheinlich nicht hören, aber ich höre Geräusche, die mich verwirren. Geräusche, die hier nicht hingehören. Mach direkt noch mehr davon. Ich weiß gar nicht. Einmal kräftig mir erst die, wie doof. Jetzt kräftig die. Habe ich überhaupt irgendein Konzept in den Dingen, die ich tue? Es ist darüber nichts bekannt. Ja. Also ich würde fast vermuten, der Nachbar ist am Bohren. Ich habe gerade ein bisschen Stress mit denen hier, ne? Weil die müssen irgendwo stehen. Ich fände das grundsätzlich gut, wenn sie mir nicht im Weg stehen. Wenn ich jetzt ganz knallhart wäre, würde ich die einfach hier hinstellen, ne? Quasi. War das jetzt völlig dumm? Wie so oft machen wir dumme Sachen. Speziell ich. Wenn ich die jetzt hier hinstelle. Bedenken sollte man natürlich auch, dass hier durchaus noch Strom hin muss. Vielleicht kümmern wir uns darum. Was? Vielleicht kümmern wir uns mal eben darum. Habe ich eigentlich. Ich habe 5 Motoren. Das ist toll. Ich habe wieder alles gekräftet, außer das, was wir so brauchen. Wo sind die? 1. Finde ich gut. Finde ich total gut. Gib mir Gold. Golddraht. Ich stehe auf Golddraht. Und darauf in die falsche Richtung zu springen. So. Motoren. 1, 2. Ja, 4 Stück. Die natürlich nicht gebaut werden, weil aktuell diese Bänder gebaut werden. Ja, kannst du wieder weitermachen. So, Motoren. Drehen, drehen. Das ist schon. Ich brauche da gar nicht so viele. Ich bin jetzt gerade irgendwie von 9 ausgegangen, aber sei es drum. So, dann wird das erstmal so aus. Wir müssen ja gar nicht so weit gezogen werden. Ne? Ist jetzt. Die große Frage ist. Stehen da ziemlich scheiße, glaube ich. Weil wenn wir da mehr von brauchen, dann stehen die doof. Dann stehen die voll doof. Ich stelle die mal einfach dahin. Steht jetzt zwar auch nicht mehr so, wie er vorher stand, aber ist egal. So, stellen wir die einfach mal dahin. Und da können wir ja, wir haben es ja. Sollen wir die so machen? Ah, ne? Können wir das Kabel so quasi. So, und die Leitung legen wir hier drüber.
Wird auch wieder eine lustige Sache, eine lustige Geschichte. Weil ich habe nur Ranzelrohre. Ich habe auch noch diese Stahlrohrleitung, die ich sowieso niemals für irgendwas verwenden werde, die ein ewiges Dasein in meinem Inventar fristen werden. Ich sehe im Moment tatsächlich nur solche Rohrleitungen. Ich möchte aber schöne haben. Ich hätte gerne schöne Rohrleitungen dafür. Ich möchte schöne, richtig, richtig glänzende Rohrleitungen. Ich glaube, ich möchte die. Yay. No. Stückchen. Warte mal, wenn ich hier so drauf gehe, das wäre unsere Höhe. Jo. Das wäre unsere Höhe. Die muss hier hin. Ah, kann ich mit leben. Kann ich mit leben. Und das Gute ist, oh, ich habe sogar zwei Pumpen. Und was willst du verlieren? Ich habe kein Kupfer da. Ich hoffe, Kupferpumpen reichen. Aber das Kupfer reicht nicht. Ihr habt da auch. Grundsätzlich habt ihr da ja auch nicht mit gerechnet, dass ich das Kupfer bei habe, oder? Ich habe schon ewig kein Kupfer mehr hier rausgeholt. Mach mal noch zwei Stück davon. Ich befürchte, ich brauche sowieso mehr. Mach mal noch direkt 5, 6, 7, 8. So. Dann haben wir auch für spätere Projekte ein paar auf der Hand. Auf Tasche sozusagen. Ah, wir kommen ja heute wieder voran. Da ist er wieder ausgezeichnet. Es könnte gar nicht besser laufen. So, 1, 2, 3, 4. Lass nochmal Brainstorming machen. Kobalt, Oxidstaub, Wasserstoff und dann raus damit. Das ist gut. Das ist alles, was wir brauchen im Moment. So, ein frei. Raus damit. Bis hier. Umdrehen. Andere Richtung. Vielleicht. Wir wissen noch nicht genau, was passiert. Passt schon, passt schon. Alles gut. Ich nehme die hier. Einfach, weil ich es kann. Komme ich natürlich nicht dran. Nein. Einmal für dich. Okay, passieren tut ja erst was, wenn wir da Strom drauf machen. Ne? Ist schon in Ordnung. Ach, jetzt habe ich die da. Nee, habe ich da. Ist okay. Der kommt auch hier rein. Müsste der sein. Das jetzt okay. Oh, warum? Mann! Mach es. Naja. Naja. Ich weiß nicht, hier? War das richtig? Mir juckt das. Sieht gut aus. Oh, ich hasse das, wenn das. Ich weiß nicht, hat der da gespeichert oder so?
Da leckt der immer so. Zack. Keine Ahnung, wie das jetzt hier am besten hinkommt. Soll ich mir den Strom... Na gut, der passt nicht. Der passt eigentlich hier perfekt. Könnten wir den natürlich auch hier rüberziehen, ne? Ah, ne, Moment, warte mal. Nee. Das ist, nee. Wie mache ich das denn am besten? Das ist die gleiche Höhe jetzt wie die Leitung, ne? Soll ich so machen? Ist zwar nicht so, wie ich mir das wünschen würde, aber ist irgendwie. Und den hier, den muss ich mir erstmal kopieren. So. Ist jetzt ein bisschen doof, aber ich denke mal, anders wird es nicht gehen. Deshalb mache ich den einzeln. So. Druff. Ja, okay. Hier machen wir so. Dunkel, ne? Warte. Wird gleich besser. Oh, die Sonne so schön aufgeht. Bedeutet, hier sollte Kobaltstaub rausfallen. Und damit haben wir, hätten wir einen Schritt eigentlich fertig. Den könnten wir eigentlich testen. So, dass wir wenigstens quasi zum Ende der Folge was getestet haben. Ah, ich mach den jetzt hier hin. Und den da, komm, ist egal. Ah, die tauschen wir vielleicht noch, wenn die Kacke sind. Hier kommt im Moment ein bisschen wenig Material an. Hier sollten wir noch Strom drauf machen. Hallo? Geht das? Sehr schön. Hier sollten wir noch sagen, was wir wollen. 0,05. Ich sag's mal, wie es ist. Wenig. Wir werden da sicherlich noch ein Update brauchen. Lass uns mal... Weil wir haben ja jetzt alles aus Edelstahl gemacht, deshalb machen wir jetzt auch einen Edelstahl-Tank. Klatsche ich den? Wo klatsche ich den? Ich klatsche den hier. Komm. Kostet der Geiz. Gib ihn mir. Wo ist er? Sag's mir. Moin. So. Und dann haben wir nämlich... Können wir nämlich... Ja, reicht. Hä? War ich mich jetzt am Fortun dran sein? Natürlich. Moment. Bleiben Sie ruhig. Blinden sein Sohn. So. Jetzt, hab's. Den wollte ich, weiß nicht, machen wir erstmal so. Dann kriegen wir zumindest so eine kleine Information der Lage. Ach, da kommt ja gar nichts an.
Wie, was? Alter, 12,8 Kilowatt. 1,21 Gigawatt. Verdammte Scheiße, da brauchen wir einen Blitz. Wenn ich jetzt wüsste, wie viele wir noch von den Dingern brauchen, ne? Da würde ich was total Verrücktes machen. Ich würde was total Verrücktes kräften. Total bescheuert. Ja, ist auch total bescheuert. Habe ich das mitgenommen? Verdammt. Wir müssen uns beeilen. Der verschwindet. Wir müssen uns beeilen, Mann. Oh, was ist das? Der frisst das alles auf? Alter, das kann doch nicht sein. Was machst du denn hier? Ja, echt? Dein Ernst? So lange dauert das? Ich hab gedacht, die wären schon lange fertig. Wo ist denn jetzt... Das... Ich... Wo... Hier... Alter... Jetzt habe ich... Du willst mich doch verarschen. Na gut, der Motor ist, glaube ich, verschütt gegangen jetzt da. Sei es drum. Sag mal ehrlich. Unsere Stahlproduktion, ja, die rennt wie Sau. Ja, guck dir das an. Alter, da ist so ein verdammter Druck drauf. Das ist der Wahnsinn. Ja? Das ist der Wahnsinn. Man soll es nicht für möglich halten. Was hier abgeht. Den Scheiß hier weg. Warum nehme ich das überhaupt noch auf? Warum ist hier denn kein Strom? Warum stelle ich solche blöden Fragen? Darf alles nicht wahr sein. Müsste doch eigentlich Eisenerz. Ach komm, hier. 1, 2, 3. Soll ich da jetzt lange mit Strom rummachen? Kann ich dir genau sagen. Weil hat Ewigkeiten dauert, bis diese Kackdinger gekräftet sind. Deshalb. Kann es nicht wahr sein. Wie lange brauchen die denn, um sowas auszubrüten? Muss ich da andere Greifärmchen hinmachen? Ja. Guck mal, der ist schon fast bei 100% hier. Ach Gott, da ist so ein Mörderdruck drauf. Das ist der Wahnsinn. Gib mir jetzt diese Maschine. Ich habe jetzt gedacht, die fallen da einfach nur so raus, aber da tun sie gar nicht. Irgendwie ist das nicht schneller als vorher. Eine von diesen Maschinen hätte ich ja besser da noch stehen lassen können, wenn ich da eh nur eine hinstelle. Ja, die brauchen, ne? Das sind nicht so die schnellsten. Aber die schnuckern das alles weg da. Das sind doch alles Dinge, die wollte ich doch gar nicht tun. Und ich... Einen habe ich.
Einen so einen verdammten Schmelzofen habe ich hier noch. Machst du was? Ja. Aber der ist doch wesentlich schneller als die beiden anderen. Ja, nur helfen tut mir das jetzt nichts. Meine Scheiße, ehrlich, ey. Ja, muss ich später aufmotzen. Nützt nichts. Haben wir jetzt keine Zeit für. Ich, Scheiße, ehrlich. Ich mach's halt jetzt erstmal so. Will ich doch alles gar nicht. Ich will doch so. Und so. So, so. Dann bleibt das jetzt erstmal so und ich mach später. Wo ist er? Ja. Der kommt dahin. Quasi dahin und dann kommen hier Schwungräder hin, nach oben hin. Und der macht mal eben 110 Kilowatt. Ist mir scheißegal. Dann ist da auf jeden Fall genug Druck drauf. Und hier passiert irgendwas. Das kann doch nicht sein, dass das bei Null ist. Ach so, der füllt jetzt wahrscheinlich schon die da hinten auf, ne? Deshalb. Jeder wäre da drauf gekommen, außer meiner einer. Wie viel brauchen die für so einen Vorgang? Einen ganzen? Ja. Da kann man ja sofort quasi noch zwei von den Dingern kräften, ne? Nicht vergessen, den dementsprechende Befehle mitzuteilen und vielleicht wenigstens, ja, ich habe nur einen, den ich da nicht eingesammelt habe. Ich habe kein Kabel mehr. Wo? Gib's mir. Ah, da ist dran. Gut, dass ihr das nicht gehört habt. Oh. So, tu das weg. Ja. Warum komme ich denn hier nicht runter? Er ist immer noch damit zugange, die Dinge aufzufüllen, die noch gar nichts verbrauchen. Alter! Da werden wir schreckliche. Oh, da geht aber was rein. Da werden wir schreckliche Wasserstoffprobleme kriegen. Ich bin gerade ganz stolz auf mich, dass ich schon den großen Motor gekräftet habe. Weil damit können wir, ja weiß ich nicht, 9 Stück oder so von denen kriegen wir damit eigentlich am Laufen. Die Frage ist halt nur, wie wir das aufstellen. Wenn man den Motor hier in die Mitte stellt. Und dann hier daneben noch so ein Türmchen macht, dann könnte das ganz fluffig werden. Alles klar.
Kommt zum Abschluss der Folge, wie versprochen, schmeißen wir das wenigstens mal an und gucken, ob überhaupt. Am Ende das rauskommt, was wir erwarten. Kannst du wegmachen, ja. Yay, jetzt geht's los. Haben wir Schwefel angeschlossen? Irgendwie. Irgendwie ist da aber kein Schwefel drin. Lass mich raten, wir haben den Schwefel noch nicht angeschlossen. Das ist alles. Also, wenn das nicht alles so traurig wäre. Wenn das nicht alles so verdammt traurig wäre. Und dann weg. Mach das weg. Da, da. Da. Und da. Und hier auch. Na toll. Oh. 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 Jetzt fallen mir wieder meine Sünden ein. Hier auch, ne? Ne, warte mal, das will ich jetzt so noch nicht. Das soll erst passieren, wenn es soweit ist. Das schöne Röhrchen. Nice. Wir hatten hier so einen Block hingestellt. Hallo? Nee, nur bis da. Geht, ne? Nehmen wir das? Jetzt müssen wir aber schnell nach oben. Ich hör blubbern, ich hör blubbern. Blubbert, 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 blubbert. Da klappt, da klappt. Ja gut, was auch immer das jetzt ist hier. Ich mach mal so. Und es ist Kobaltstaub. Ja, das ist doch gut. Dann machen wir beim nächsten Mal Wolfram-Kabitstaub. Sollte eigentlich eine relativ geschmeidige Sache sein. Und vielleicht kriegen wir dann auch schon direkt hin, daraus Hartmetallspäne zu machen. Könnte klappen. Werden wir mal sehen, wie das alles klappt. Vielleicht haben wir in der nächsten Folge schon unsere ersten Hartmetallblöcke fertig. Ja, Blöcke könnte eng werden. Aber zumindest die Hartmetallspäne, das wird nur noch am Brennen brauchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen wäre cool. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.